Hey, was guckst du denn jetzt so? Wenn Basti wieder weg ist, dann haben wir doch wieder ein bisschen Zeit. Dann haben wir doch wieder ganz viel Zeit. Es passt nicht, dass ich jetzt im Hotel arbeite, stimmt's? Es ist die Hölle für mich. Warum machst du das? Ich will noch jemanden einladen. Geschäftlich kennst du dich. Wie bitte? Wir waren uns doch eigentlich für feinen und kleinen Rahmen. Für eine Person mehr oder weniger, das stört doch keinen. Außerdem habt ihr bald Gelegenheit, euch kennenzulernen. Darf ich vorstellen, Frau Rita Böhrl, die Geschäftspartnerin von unserem Freund Thomas. Ja, dann setzen wir uns doch. Was möchten Sie trinken? Einen Sherry, bitte. Mhm. Ein trockener Sherry. Du wolltest dich doch um die Angebote für die Touren kümmern. Die Liste liegt im Büro. Musst du schon wieder arbeiten? Leiste uns doch Gesellschaft, nicht wahr? Aber gerne. Oder möchtest du lieber zu deiner Freundin? Ach, wussten Sie das gar nicht? Was? Thomas ist mit Stefanie zusammen. Das interessiert doch hier niemanden. Aber ganz im Gegenteil. Thomas hat sehr von seiner Freundin geschwärmt. Aber dass Sie es sind? Er ist eben sehr diskret. Trösten Sie sich. Mir geht's ähnlich. Ich weiß gar nichts über Sie. Ja, das kann sich ja noch ändern. Ihr Vater hat mich soeben gefragt, wo Thomas und ich uns kennengelernt haben. Tja, und Sie schulden mir immer noch eine Antwort. Thomas, möchtest du es vielleicht erzählen? Naja, so spannend ist die Geschichte nun auch wieder nicht. Seid ihr noch ganz... Hi, Frank. Lukas, wie waren die Ferien? Haben Tom und Bene dich nicht eingeladen? Zu was? Deiner Chill-Out zum Ferienende. Keine Lust? Keine Zeit? Klar. Du hast ja inzwischen Karriere gemacht. Als Manager für deinen Onkel. Sieht spannend aus. Komm, verpisst euch doch einfach. Oh, dann bist du etwa gefeuert. Und das ist jetzt deine zweite Karriere. Als Müllschlucker. Hey, locker bleiben. Jetzt musst du noch die ganze Insel fegen. Hey, und dass mir alles schön sauber will. Und, naja, weil Rita Stammgast im Golfclub war, sind wir uns natürlich häufiger begegnet. Jetzt untertreibst du aber ein bisschen, Thomas. Thomas war mein Lieblingskind. Ich habe ihn öfter mal auf einen Drink eingeladen und später dann auch zum Golf. Ja, und dabei hat er mir immer von seinen vielen Ideen erzählt. Interessant. Ihre Geschäftsbeziehung hat also auf dem Golfplatz begonnen. Ein idealer Ort. Allerdings. Ich dachte mir, warum sollte man nicht in ein junges Talent investieren? Aber Ihr Unternehmen in Deutschland läuft doch sehr erfolgreich, wie ich höre. Ja, schon, aber können Sie sich etwas Langweiligeres vorstellen, als den Vertrieb von Bremssystemen zu organisieren? Und da kam Ihnen Thomas' Einfallsreichtum sehr gelegen. Seine Idee, das Diagonal zu kaufen, hat mich sofort gereizt. Es hat sich in verschiedenen Bereichen zu engagieren. Das erweitert den Horizont und verringert das geschäftliche Risiko. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wie viele Anteile vom Diagonal gehören dir denn? 49%. Noch. Wenn der Club so profitabel läuft, wie wir uns das vorstellen, dann werde ich Thomas auch den Rest verkaufen. Sieh an. Mein Skipper scheint ja die richtige Nase zu haben. Und vor allem die richtigen Connections. Machen Sie uns doch die Freude und essen Sie heute mit uns.
einmal Gratin Dauphinois statt der Pommes frites. Und Sie wollten eine kleine Portion Tapas. Das geht doch sicher, oder? Natürlich. Alles klar bei unseren Problemkindern? Also, Michael ist außerordentlich nett zu unseren Gästen und Nicole gibt sich viel Mühe mit ihm. Ja, hoffentlich. Ach. Ganz schön stressig heute. Stressig? In einer Stunde geht's erst richtig los. Soll ich Miguel fragen, ob er für dich einspringt? Hey, ich bin halt noch neu in dem Job. Sag mir einfach, was ich verkehrt gemacht habe, okay? Strafdienst vom Staatsanwalt? Das ist Sozialdienst, kein Strafdienst. Was bist du denn so schlecht drauf? Ich bin nicht schlecht drauf. Ich habe nur keine Lust, dass mich alle Leute anquatschen und dumme Sprüche machen. Entschuldigung. Frank Schmidt und Co. kriegen sich überhaupt nicht mehr ein vor Lachs. Lass sie doch. Sind doch Idioten. Soll ich dir helfen? Dann geht's schneller. Nee, lass mal. Ich muss das alleine machen. Wenn es die Gerichtsherren nicht mitkriegen, gibt's sonst Ärger. Dann fertig. Ich meine, vielleicht können wir noch was zusammen machen. Sorry, aber ich glaube, das dauert noch. Okay. Dann bis morgen in der Schule. Bis morgen. Tut mir wirklich leid. Du machst mir einen Classic Erdbeere, aber falsch. Alles klar. Hey, komm, relax. Das letzte Ding gestern lässt mich in Ruhe. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ach ja? Hm. Du siehst aber nicht aus. Ich bin hier zusammen. Holen Sie bitte an, Finger und Kehrblech, ja?